Also ihr seid jetzt Teil 2 von dieser tollen Serie. Die Fortsetzung ist immer besser. Auf jeden Fall größer und spektakulärer und größer auf jeden Fall, denn wir sind zu viert und nicht zu dritt. Hey, genau. Das ist schon mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadt, Land. Tralala! Ja, genau. Wir spielen wieder Stadt, Land, Fluss mit Musical-Begriffen. Und zwar haben wir diesmal die Kategorien Musical-Charakter, Panne auf der Bühne, Musical-Zitat, Fangeschenk und Zwischenruf aus dem Publikum. Und ob da reale Sachen bei sein werden oder ob viel erfunden wird, das werden wir später herausfinden. wer möchte denn anfangen mit anzählen und wer möchte Stopp sagen? Ich sag Stopp. Dann fange ich an. Okay. A. Stopp. E. Beim Musical-Charakter habe ich Elisabeth oder Evita, je nachdem, wer was... Du darfst nicht zwei. Dann entscheide ich mich für Elisabeth. Okay. So. Ich habe was anderes. Ich habe Elphaba. Ich habe Elsa, weil ich dachte, Elphaba haben alle. Ja. Voll gut. Okay. Diesen, dann hätte ich auch zwei machen können. Okay. Ja, sorry, Tim. Sehr schön. Nee, alles gut. Panne auf der Bühne. Einfach nichts sagen. Also wenn einem so der Text wegfällt, oh, dass man einfach nichts mehr sagen kann. Ist mir tatsächlich auch schon passiert. Dann steht man da und es fällt einem nichts mehr ein und es ist nur, was auch gehen würde. Genau, richtig. Ich habe eine gerissene Hose. Sehr gut. Das habe ich auch schon erlebt. Ja. Nicht bei mir, aber beim Kollegen. Ja. Immer wieder dieselbe Tanznummer, immer wieder die Hose gerissen. Ja. Das hatte ich auch. Ich hatte den Chris Aguilar, mit dem habe ich Into the Woods gemacht und dem ist als Bäcker jeden Abend die Hose gerissen. Der hatte dann schon immer extra eine Ersatzhose. Und wir haben gesagt, Chris, warum kaufst du nicht einfach mal eine Hose oder warum holst du dir nicht eine Hose, die nicht beißt? Hat er nicht. Ja, ah. Gut. Haben sich die Schneider gefreut. Ja. So, was hast du? Eine Spinne im Ausschnitt ist mir tatsächlich mal passiert. Freilich? Okay. Nee, in einem so kleinen Theater. Und ich habe es dann zwar erst beim Umziehen gemerkt, aber ich habe die Spinne schon Tage davor gesehen, wie sie immer so über dem Publikum hoch und runter ging. Und dachte, okay, die ist im Publikum, kein Problem. Ja, Tage später bei einer Show war sie dann in meinem Ausschnitt. Nicht so cool. Okay, krass. Okay, ich habe, es bezieht sich auf eine Produktion, die ich gesehen habe, wo Freunde von mir dabei waren, und zwar Einsatz eines Pferdes. Und der Einsatz dieses Pferdes war einfach die Vollpanne bei jeder Show. Weil entweder das Pferd wollte nicht, dann hat das Pferd mal auf die Bühne gemacht, dann hat das Pferd mal, während der Zorro auf ihm saß und geredet hat, ist es einfach abgegangen. Und es war halt bei jeder Show irgendwas. Oh Gott. Sehr gut. Showtiere, immer eine gute Sache. Das ist ja. Sehr gut. Ja, Live-Entertainment auf jeden Fall dann, ne? Richtig. Okay, Musical-Zitat. Es war einmal. Oh, stimmt eigentlich. Da bin ich nicht drauf gekommen. Das ist tatsächlich der erste Satz bei Die Schöne und das Biest, der bei uns fällt. Und den ich auch noch sage. Ich bin nicht drauf gekommen. Du hast ihn nicht? Nein, natürlich. Voll gut. Ich habe ein wahrer Mann, ich liebe ihn so, wie er mich liebt. Aus? Tarzan? Ist es Tarzan? Nein. Ich war vorher erst auch bei Tarzan tatsächlich, aber es ist Dracula. Stimmt, okay. Hab ich sogar gespielt. Dracula kenne ich. Dracula kenne ich tatsächlich nicht. Ein wahrer Mann. Ja, genau. Ja, ja. Ist aber auch nur was aus unserer Show eingefallen. Entscheide dich. Meine ganzen Sachen. Ich habe nichts von meinen Sachen. Du bist ja auch der wandelnde Glückskeks. Das stimmt, aber mir sind nichts von meinen eigenen Sachen eingefallen. Ich habe tatsächlich Es lebe der Sport. Ah, I'm aus einem Austria. Gut. Sehr gut, ein Fangeschenk. Einen Blumenstrauß. Wow. Ich hatte auch noch kurz überlegt, ob ich Essig und Öl aufschreiben soll, so diese Gewürzöle, aber dann habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, also ich persönlich habe es noch nicht geschenkt bekommen, deshalb habe ich dann einen Blumenstrauß gemacht. Okay, okay. Sehr schön, ich habe Eiscreme. Ja, tolles Geschenk. Muss man schnell aufessen dann, auf vor allem im Sommer. Nach Hause direkt. Voll. Super. Vor allem, wenn es dann erstmal so nach den 3-Stunden-Shows so angetaucht ist. Genau. Aus der Fernkopf in der Kühlbox. Also. Ja, aber, ja, okay. Ja, doch, kann es geben. Doch. Ich glaube schon mal.
Definitiv. Freilichtbühne? Ja. Ja, genau. Okay. Engel aus Porzellan. Schön. Oh, für ein schönes Geschenk. So, Rebecca. Genau. Kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Ich habe tatsächlich Esspapier. Was, glaube ich, Leuten aus den 90ern fänden das, glaube ich, geil. Wenn sie Esspapier, weil du kriegst ja ganz oft Süßigkeiten, ne? Da kann man bestimmt auch Gesichter drauf Esspapier heutzutage. Oh ja, ja, stimmt. Das ist also ich finde Esspapier gar nicht so geil. Ich finde, das schmeckt nicht geil, aber... Ja, warum nicht? Ich glaube, Esspapier ist auch mehr so dieser Fun, dass es aussieht wie Papier. Und dass man, Okay, neuer Buchstabe, würde ich sagen. Nee, noch ein Zwischenruf. Genau. Publikum. Mensch, den habe ich direkt... Da habe ich geschrieben, A lauter. Ja, sehr gut. Ich habe sowas Ähnliches. Einer geht noch. Da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Aber dann dachte ich, okay, wir reden ja von wahrscheinlich eher Musicals als von Schlagerfestivals oder so. Und dann, das gibt auch Schlagermusicals. Ja, aber wenn der fußballaffine Günther mit seiner Hannelore auch mal reingeht und dann doch überraschenderweise sehr begeistert ist. Kann passieren. Das stimmt. Lass mich mal so stehen. Da muss ich einlenken. Das ist richtig. Ich war nicht so kreativ und habe einfach nur A. Okay, das ist die Hälfte von dem von Marc. Wow, wie schön. Ich habe tatsächlich Endgeil. Endgeil? Weil wir nämlich A Harry Potter Musical mal gespielt hatten. Und bei meiner Übersetzung war Totally Awesome, war sowas von Endgeil. Und wir hatten dann wirklich, wir hatten Besucher, die das reingeschrien haben. Das ist geil. Okay, dann. Das ist natürlich cool. Ja. Okay, jetzt aber neue Buchstaben. Jetzt neue Buchstaben. Okay. Du musst es zählen und er muss stoppen. Okay. A. Stopp. K. Okay, die Geräusche sind nicht hilfreich. Ich habe den Kevin aus Book of Mormon. You've done an awesome job, Kevin. Ja, ja. So, ich habe lange gebraucht, einzufinden. Aber das ich habe den King George aus Hamilton. Voll gut. Ich habe einen Kellner. Ich glaube, das ist in First Date. In First Date gibt's einen Kellner. Okay, siehst du? Also, oder auch in irgendwelchen anderen. Aber der heißt dann auch noch Kellner. Die Rolle heißt Kellner. Achso, aber ist halt spannend. Oder in The Rangers gibt es eine Kellnerin. Genau. Bei Ghost gibt es auch einen Kellner in der Szene, wo sie im Restaurant die Pasta essen. Genau, es gibt überall Kellner, so wie es überall Nutten gibt. Ja. Okay. Sie sind übrigens gerade in Hamburg. ich mache mal Werbung für die VBB. Ich habe die Kim aus Miss Saigon. Oh, ja, stimmt. Sehr schön, stark. Okay, Panne auf der Bühne. Da habe ich Kniefall aufgeschrieben. Und zwar, mir ist es passiert, dass ich bei einem Kniefall das Gleichgewicht verloren habe und mich dann plötzlich abstützen musste. Und das sah bestimmt nicht sehr elegant aus in diesem Moment. Was in dieser Show? Vielleicht. Okay, ich bleibe der Hosenthematik treu und zwar keine Hose an. Das ist Quick Change, alles stimmt, geht daneben und du musst rauf und ab. Das ist mein Albtraum, den ich immer alle 2 Monate einmal habe, dass ich ohne Hose auf die Bühne gehe. Ja. Ich habe aus unserer Show, ist nicht mir passiert, aber den Hauptdarstellern, kein Licht. Ja, das ist richtig. Steht man plötzlich im Dunkeln. Ich habe quasi das gleiche, aber als ein anderes Wort. Ich habe nämlich Kurzschluss. Oh. Weil ich hatte nämlich mal, dass alles ausgefallen ist, weil Wasser in die Elektrik gelaufen war. Und dann gab es einen Kurzschluss und dann war Licht und Ton alles weg. Oh. Scheiße. Stressig. Ja. Okay, Musical. Jetzt. Ist dir was eingefallen? Gut. Okay, Marc fängt schon mal an, dann kannst du auch zu Ende schreiben. So, also tatsächlich auch wieder aus unserer Show ein Musical-Zitat. Zweiter Akt, erstes Lied, keine Angst vorm Bösen. Ja. Ich glaube, du hast es auch nicht geschrieben. Ja, ich denke überhaupt nicht so an das, was ich. Ja, das ist, wenn einem nichts anderes einfällt. Aber ihr singt diese Lieder. Okay, vorhin habt ihr 2 Lieder von mir, auf die ich trotzdem nicht gekommen bin. Vergessen. Aber ich bin ja jedes Mal da, wenn du singst. Also, stimmt. Ich kenne deine Lieder auswendig. Ich habe, kann es wirklich Liebe sein? Oh, natürlich! Ich habe die ganze Zeit überlegt und
irgendwas mit kann. Ja. Ja. Was von Griechenland? Geil. Ich habe aus einem meiner Lieblingsmusicals Könntest du doch wieder bei mir sein. Oh. Okay, dann sind wir bei Fangeschenk. Ja. Und da habe ich Kekse aufgeschrieben. Oh, Kekse. Ich habe was vielleicht noch nicht so häufig vorgekommen ist, aber ich habe Kaufhausgutschein. Oh, das ist aber gut. Das ist eine gute Idee. Das sind die Pamina, die Pamina geht gerne shoppen. Ihr habt es hier gehört. Aus erster Hand. Nein, bitte gib mir jetzt kein Geld aus. Ich habe Klamotten. Ja. Mhm. Das ist mein Lieblingsfangeschenk, was ich aufgeschrieben habe, und zwar Kunstwerke. Weil ich finde das nämlich total schön. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel manchmal meine Stories guckt und wie poste ich das, wie Leute Sachen von mir malen, ja, von meinen Shows und so. Und das finde ich, ja, das ist das Schönste. Ja, das ist schon, wenn die Musicals die Leute dazu inspirieren, selbst kreativ zu werden. Ja, das stimmt. Und deshalb bekomme ich am liebsten eure eigenen Kunstwerke. <Sehr schön. lacht> Ja, Zwischenruf. Da habe ich Knaller. Knaller? Ja, das war so wie der Knaller des Abends. Ja. Ich habe was Ähnliches. Ich habe krass. Voll gut. Das habe ich auch. Oh. Okay. Ihr habt alle was Positives. Ich habe so, wenn eine Szene zu lang dauert, kommt zu Potte. Auch wichtig. Ja. Sehr schön. Jetzt zähle ich an, oder? Richtig, ich will einfach mal Stopp sagen. Okay. A. Stopp. P. Okay, sehr gut. Starten wir mit Musical-Charakter. Pumba. Oh ja! Stark. Das stark. Hat lange gedauert, aber... Ich habe das Phantom, allerdings aus Teil 2. Ich hab's aus Teil 1! Wow! Okay, aber ich hab's extra hingeschrieben. 2 alt. Also, das können, glaube ich, die Zuschauer entscheiden, ob das zwei unterschiedliche Leute sind oder nicht. Ja. Ich hab den Peter aus Peter Pan. Oh, aus Peter Pan. Ich dachte, du meinst den aus Heidi. Weil unsere Kollegen das gespielt haben. Ah ja, genau, das wäre auch gegangen. Naja, aber. Peter Pan. Aber der aus Peter Pan ist auch gut. Ja. Das. So, für die Panne auf der Bühne habe ich den Platz nicht gefunden. Das ist, wenn man im Dunkeln rauskommt und man sieht gar nichts mehr und man stellt sich einfach irgendwo hin, weil man nicht mehr weiß wo, und plötzlich geht das Licht an und man steht komplett falsch. Schöner Moment. Stark. Mir ist tatsächlich nichts Besseres eingefallen als ein peinlicher Spagat. Und zwar in dem Sinne, wie man... Okay, vielleicht... Es klingt gerade so, als wäre das schon vorgefallen. Das ist mir tatsächlich vor... zwei Tage passiert, dass ich bei einer Szene, in der ich hinfallen sollte, kontrolliert auf der Bühne ausgerutscht bin und mit meiner Hacke weiter weggerutscht bin und in einer Art Spagat gelandet bin, aus der ich mich dann wieder herauskriechen musste. Also, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe darunter. Ja, das ist sehr gut, das hätte ich auch einfallen können. Sehr gut. Was hast du? Ich habe was die Leute auf der Bühne irritieren und zu einer Panne führen könnte. Publikum steht auf und geht. Okay. Das ist ganz schön traurig, oder? Ja, das ist sehr abstrakt. Das ist jetzt schon über sehr viele Ecken weitergedacht. Weil wenn das dann die Leute so sehr aus dem Konzept bringt, kann schon passieren, dass das zu einer Panne dann wird. Okay. Ich hatte übrigens gerade noch ein Zitat hingeschrieben, weil mir noch eins eingefallen war. Nur, dass hier niemand denkt, dass ich jetzt bei Panne auf der Bühne noch geschummelt hätte. Nee, ich habe den klassischen Pups. Und es ist dann entweder was nur die Kollegen mitkriegen, oder wenn du richtig Pech hast, auch. Deshalb macht man sowas immer in großen Ensemblenummern. Oder am besten noch, wo getanzt wird, weil dann wird es auch schnell. Genau, richtig. Und dann weiß keiner mehr, wer es war. Haben wir natürlich alle nie gemacht. Stark. Okay. Musical-Zitat. Da habe ich Papa, can you hear me? Oh, voll gut. Sehr gut, ja. Ich habe Phantom der Oper, du bist mir ganz nah. Das ist natürlich. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte erst den Charakter hingeschrieben und war dann 20 Minuten lang. Was für ein Zitat kann ich nur geben? Ich habe wieder aus unserer Show Perlen vor die Säue.
Oh. Ah, siehst du, das wollte ich nämlich auch, aber dann war ich mir nicht sicher, wie das genau ist. Aber ja. Sehr gut. Ich habe, aber das mit Musical ist halt ein Stretch. Also ich habe aus der Zauberflöte, wenn der Tamino dies Bildnis ist, bezaubernd schön singt. Tamina, Tamina. Das heißt, du hast einfach deinen eigenen Namen hingeschrieben und gehofft, dass das durchgeht. Vielleicht. Ich finde schon so. Es ist ein Zitat aus einem Musiktheaterstück. Eben. Richtig, richtig. Okay, der Marc wird es nicht gelten lassen. Okay, ihr entscheidet. Genau. Okay, ferngestellt. Da habe ich Plakate. Wenn man Freunde im Publikum hat und die dann Plakate hochhalten und die einem dann danach geben. Das ist schon ganz witzig. Schön. Ich habe einen Pusteblumenstrauß. Kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Warum? Ich habe mir das alte Video nicht angeguckt, falls es da drin war. Aber es ist sehr vergänglich, oder? Also ja, ich meine, man muss sich aufpassen. Ja, das stimmt. Wenn es einmal hier in Hamburg einmal so ein Zug gibt, dann hast du nur noch die Stängel in der Hand. Ja, das stimmt. Ich habe Prinzenrolle. Ah, wow, das ist perfekt. Sehr gut, ja. Ach so, versteckte Werbung. Kein Sponsoring. Ja. Aber es könnte gesponsert sein. Ja. Die Sandra ist bestimmt von Prinzenrolle gesponsert. Leider nicht. Oh. Ich habe was sehr Extravagantes. Bitte nicht machen. Ich habe Perlen. Okay. Oh, ja, stimmt. Ja. Aber könnten auch diese essbaren Perlen sein. Die wären ja dann okay. Oder aus Glasperlen irgendwie sowas. Schön. Okay. Zwischenruf. Habe ich Pfui. Gut. Oh, ja. 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 Ich habe Pause. Wann ist denn endlich Pause? Ja. Das habe ich vielleicht auch schon mal gesagt, aber nicht gerufen. Leise zum Nachbarn geflüstert. Ja, genau. Ich habe auch Pause. Aber es gibt einfach Stücke, die sind etwas zu lang. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe peinlich. Das ist auch sehr gut. Ja. Okay, wollen wir noch eine letzte Runde machen? Dann war jeder quasi dran. Ja, gerne. Stimmt, okay, sehr gerne. Sehr gut. Du sagst an, Tamina sagt Stopp. Okay. A. Stopp. Y. Oh Gott. Scheiße. So, als Musical-Charakter habe ich Yakari aus dem Yakari-Musical. Ja, das habe ich auch geschrieben, auch? Ja. Ah, ich habe, weil wir ja vorhin gesagt haben, es könnte auch aus Sachen, die es gibt, an Musicals gemacht werden. Mhm. Ne? Und deshalb habe ich Yes Man, dieser Film mit Jim Carrey. Kennt ihr den? Über diesen Typen, der immer Ja sagt? Ah, ja, so das wäre ein cooles Musical. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich Musical-Material. Und also das würde dann der Charakter so heißen? Ja, jetzt schon. Yes Man, a.k.a. Jim. Okay, gehen wir zur Panne. Als Panne habe ich dann einfach aufgeschrieben, Yakari verpennt seinen Auftritt. Okay, smart. Ich habe die ganze Zeit Worte mit Y gesucht und deswegen habe ich da nichts. Ich hatte kurz an Yax gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, in welcher Show gibt es Yax? Mhm. Ich habe etwas, was bei uns passieren könnte. Yogamatte bleibt vom Warm-up auf der Bühne liegen. Gut. Mhm. Das stimmt. Ja. Mhm. Voll gut. Stark. Ich habe den klassischen, also ich weiß, dass es schon Leuten passiert ist, der Yippie-Aufschrei. Nämlich, wenn du im Abgehen bist und die Szene gerade geil war, die du gemacht hast und was funktioniert hat, was normalerweise immer ein bisschen schwierig ist und du hinten merkst gleich schon, Yippie, aber dein Mikro ist noch an. Oh nein. Stimmt's, ne? Okay, gut. Ja. Sehr stark, sehr stark. Musical-Zitat? Da habe ich You're the one that I want. Ah, ja. Yeah. Cool. Okay. Ich habe You'll be back. Auch gut. Mhm. Ich habe aus dem Musical Christina You have banished me. Gut. Mhm. Ich habe aus Tina, the Musical, You're simply the best. Oh. Auch sehr gut. Okay, Fangeschenk. Da habe ich jetzt etwas von Yves Rocher aufgeschrieben. Stimmt. Ja. Da hat mich nämlich die Pamina draufgebracht auf Yves Rocher, weil sie das ganz toll findet. Stimmt. Und deshalb ist mir das noch so im Gedächtnis geblieben. Ich habe auch Yves Rocher Parfüm hingeschrieben, tatsächlich. Ja. Gut. Ich habe ein Yoga-Buch. Mir kam nur das Wort Yoga in den Sinn. Ja, ja, stimmt. Ich habe Joghurt oder Jogurette, aber ich wusste nicht, ob das mit Y oder mit J geschrieben ist. Stimmt, Jogurette ist, glaube ich, weil es ein Markenname ist, oder könnte das vielleicht sogar sein? Ja. Ich habe jetzt gerade keine da. Also. Ja, nee, aber ich war mir auch nicht sicher. Also, kann auch sein, dass der könnte sein, dass es mit Y
Okay, gehen wir zum Zwischenruf. Da habe ich einfach Yeah aufgeschrieben. Mhm. Ich habe Yes, Girl. Ja. Ich weiß nicht, ob man das mit Y schreibt. Ich benutze dieses Wort nicht. YOLO. Ja, das schreibt man mit Y. Ja, you only live once. Ja. Das ah, okay. Da kann man das ruhig mal YOLO reinschreiben. Also, ich habe, wenn das so ein Western-Musical wäre, Yeehaw. Und mit Paminas letzter Antwort in diesem Spiel hat sich die Kamera dann auch von alleine ausgeschaltet. Deswegen an dieser Stelle jetzt nochmal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt auch gerne in die Kommentare und lasst uns wissen, wer eurer Meinung nach gewonnen hat und auch generell, ob euch dieses Format gefällt. Ich würde es gerne weiterführen. Gerne könnt ihr mir auch ein Abo hinterlassen. Das tut nicht weh und kostet auch nichts und unterstützt mich in der Tat sehr. Mit diesen Worten viel Spaß weiterhin im Theater. Macht's gut, bis bald. Tschüss.